Zeuge Werner Krumme, Handelsvertreter, 55 Jahre alt, 63. Verhandlungstag, 9.7.1964. Dieser Lohn in Westfalen, die Schule besucht, sind mit prima Reife abgegangen, haben die kaufmännische Lehre durchgemacht. Sie waren dann in verschiedenen Stellungen, Korrespondent waren sie, hatten auch vorübergehend eine Leihbücherei, waren dann Reisevertreter und sind zur Wehrmacht eingerufen worden am 26.08.1939. Ja. Das stimmt. Sie haben den Polenfeldzug zum Teil mitgemacht, wurden 1940 aus der Wehrmacht entlassen, waren dann ein Verkaufsleiter und kamen dann schließlich zu einem, den Vereinigten Papierwerken in Nürnberg, wo Sie auch heute noch tätig sind. Ja. Krumme, haben Sie etwas dagegen einzuwenden, dass wir Ihre Aussage auf Tonband nehmen, zur Nein. Stützung des Gedächtnisses des Bitte. Gerichts? Nun, Herr Krumme, Sie sind also am 15.09.1942 verhaftet worden. Es kam zu der Verhaftung, wenn ich das auch in diesem Zusammenhang kurz rekapitulieren darf, dadurch, dass Sie, der Sie mit einer Frau verheiratet waren, die der jüdischen Glaubensgemeinschaft angehörte, waren Sie deshalb verhaftet worden, weil Sie zwei jungen Mädchen zur Flucht verhelfen wollten. Und zwar waren es die Töchter des Breslauer Rechtsanwalts Lasker. Ja. Diese Flucht, das wurde verraten irgendwie. Sie wurden alle verhaftet und kamen auch alle nach Auschwitz. Sie selbst hatten kein Gerichtsverfahren. Nein. Was man gegen sie durchgeführt hat, ohne Gerichtsverfahren. Sie waren zunächst in Untersuchungshaft, glaube ich, wurden aber dann ohne ordentliches Gerichtsverfahren nach Auschwitz gebracht. Ihre Ehefrau auch. Und ihre Ehefrau hat dort leider den Tod gefunden, während die beiden Mädchen heute noch leben. Ja, komme. Sie sind nach Auschwitz gekommen, wann? Am 31. Januar 1943. Und blieben dort? Bis vor fast genau 20 Jahren, bis zum 7. Juli 1944. Bis zum 7. Juli 1944. Ja, Sie sind in dieser Zeit zunächst im Quarantäneblock gewesen. Ja. Und waren dann in der Schreibstube des Arbeitsdienstführers. Ja. Nun, dort hatten Sie gewisse Erleichterungen. Insbesondere konnten Sie sich ziemlich frei bewegen im Lager. Ja. Sie hatten eine Binde mit der Aufschrift Arbeitsdienst, nicht? Ja. Und hatten infolgedessen die Möglichkeit, innerhalb der kleinen Postenkette zu jeder Tageszeit sich zu bewegen. Nun, Herr Krumme, Sie sind dann im Oktober 1943 einem Mitarbeiter der politischen Abteilung, einem Unterscharführer Broch, ja, irgendwie aufgefallen, der dann dafür gesorgt hat, dass Sie vorzeitig wieder entlassen wurden, das heißt zur Wehrmacht eingezogen wurden, nachdem Ihre Frau nicht mehr am Leben war. Und Sie haben bei Ihrer Entlassung auch die Sterbeurkunde Ihrer Frau mitbekommen. Ja, die ich im Original bei mir habe. Die Sie im Original bei sich haben. Ja, das war also in kurzen Zügen Ihr Gang durchs Lager. Nun wollen Sie uns vielleicht sagen, was Sie dort an Einzelheiten erlebt haben, was sich insbesondere auf die hier Angeklagten bezieht. Ich würde gern, Herr Vorsitzender, zur Klarstellung
etwas sagen. Bitte schön. Sie meinten vorhin, ich hätte eine bevorzugte Stellung gehabt. Das stimmt. Ich möchte klarstellen, dass ich diese bevorzugte Stellung, die ich in Auschwitz hatte, nicht einem Privileg zu verdanken hatte, das die SS mir eingeräumt hat. Es war einfach so im Lager, dass die wenigen nichtjüdischen deutschen politischen Häftlinge gebraucht wurden in den Schreibstuben für diese Funktionen im Lager. Es waren also keine Privilegien, die man uns einräumte. Und da man uns gebraucht hat, hat man uns relativ gut behandelt. Zu meiner Verhaftung möchte ich noch sagen, ich war, wie Sie, Herr Vorsitzender, vorhin schon sagten, ein Jahr bei der Wehrmacht, 39/40. Ich wurde wegen meiner jüdischen Frau als wehrunwürdig entlassen. Meine Frau ist dann, nachdem wir fast ein halbes Jahr in Gestapohaft zugebracht haben, ist meine Frau mit dem Aktenvermerk SB, das heißt Sonderbehandlung, das heißt Liquidation im SS-Jargon, nach Auschwitz eingeliefert worden. Einfach aus dem Grunde, um mich wieder wehrwürdig zu machen. Hitler brauchte Soldaten zum Verheizen. Ich weiß das daher, weil ich im Arbeitseinsatz mit jungen Jüdinnen zu tun hatte, die dort an der Kartei saßen, die wiederum Verbindung hatten mit Jüdinnen aus der politischen Abteilung. Sie wohnten alle zusammen im Stabsgebäude. Und so hatte ich Gelegenheit, Akteneinsicht vornehmen zu lassen durch diese Kameradinnen. Und so wusste ich schon im Lager, dass meine Frau mit dem Vermerk SB eingeliefert worden ist. Das ist also kein Wissen, das mir später zugekommen ist. Der Begriff SB, Sonderbehandlung, stand also damals schon fest, war ein fester Begriff. In der ersten Zeit im Lager war ich in der Quarantäne und habe dort das gleich schlechte Leben am eigenen Leibe verspürt, wie jeder andere Häftling auch. Ich besaß nichts wie einen Drillig-Anzug, nicht einmal eine Zahnbürste, ein Stückchen Seife oder sonst irgendetwas. Später wurde ich Arbeitsdienst. Die Funktion des Arbeitsdienstes war einmal sehr wichtig, aber auch sehr exponiert, möchte ich sagen. Die Es war doch so, dass die Arbeit im Lager lebenszerstörend wirken sollte. In den Arbeitskommandos wurden die Menschen verschlissen. Ich hatte die Aufgabe, Arbeitskommandos zusammenzustellen. Ich hatte die Aufgabe, Anforderungen nach Fachkräften zu befriedigen. Ich musste also aus der Masse der Häftlinge irgendwelche Facharbeiter heraussuchen für bestimmte Arbeitskommandos. Ich musste aber auch beinahe täglich Arbeitskommandos ergänzen, weil täglich ein Ausfall an Menschen bestand, die zugrunde gegangen waren. Sie waren entweder als Muselmänner, der Begriff ist ja hier schon oft gefallen, zugrunde gegangen, oder aber sie waren in Parenthese auf der Flucht erschossen worden, oder sie waren totgeprügelt worden. Und diese Lücken mussten immer wieder durch mich ausgefüllt werden. Auf zivile Verhältnisse übertragen war ich so etwas wie ein Direktor vom Arbeitsamt. Ja, nun, Herr Krumme, Sie haben bei dieser Gelegenheit auch erlebt, dass Menschen, wie Sie eben sagten, sogenannte Muselmänner, eben ausgesondert und getötet worden sind. Derartige Auswahlen oder Selektionen, wie es genannt wird, fanden ja an verschiedenen Stellen statt. Wie wir bisher gehört haben, begann das bereits auf der Rampe
und setzte sich dann fort im Krankenbau, aber es gab auch sogenannte Lare-Selektionen. Bezüglich der Selektion an der Rampe und an dem Krankenbau, wissen Sie da etwas, da wissen Sie nichts. Ja, Selektion im Krankenbau habe ich gesehen, Selektion an der Rampe habe ich nicht gesehen, ich war nie in Birkenau. Ja, im Krankenbau aber haben Sie gesehen, sagen Sie? Ich hatte fast jeden Morgen im Krankenbau zu tun. Es war auch, eine meiner Aufgaben bestand darin, die Entlassenen aus dem Krankenbau wieder in den Arbeitsprozess einzuschalten. Ich war also fast täglich vor dem Krankenbau, habe mir die Entlassenen, die meistens wie Muselmänner aussahen, angesehen und habe sie auf die verschiedenen Arbeitskommandos verteilt. Und aufgrund meiner Freiheiten, die ich im Lager hatte, konnte ich überall ein- und ausgehen. Ich war oft im Block 10 beispielsweise. Ich war im Block 11 und ich war eben auch oft im Krankenbau. Ja. Ich habe oft die Schlangen im Gang des Krankenbaues gesehen. Ich war auch oft bei der sogenannten Arztvisite mit dabei. Ich habe daneben gestanden, habe mir angeschaut, wie die Häftlinge behandelt wurden. Sie bekamen irgendwelche Papierverbände oder Pflaster oder auch irgendein Medikament in die Hand gedrückt. Sie standen nackt dort. Und ich habe auch beobachten können, wie Häftlinge ausgesondert wurden. Das heißt, auf die Seite gestellt wurden. Das waren dieselben Häftlinge, die später im Krankenbau im Gang standen. Das Abspritzen selbst habe ich nie gesehen, aber ich habe davon gewusst. Ja, nun sagen Sie bitte, wissen Sie, wer dort diese Selektion im Krankenbau durchgeführt hat? Nein, das weiß ich heute nicht mehr. Das wissen Sie heute nicht mehr. Sie haben aber außerdem auch noch Selektionen erlebt, die schließlich im Lager abgehalten wurden und zu denen sämtliche Lagerinsassen antreten mussten. Ja, von Zeit zu Zeit hieß es abends nach dem Abendappell Juden raus. Ja. Die Juden mussten dann auf der Birkenallee, die bekannt sein dürfte, ja, oder auch vor der Küche antreten, in Zweierreihen. Und mussten dann am Arbeitsdienstführer, so habe ich es erlebt, vorbei defilieren, also auf ihn zugehen. Und der Arbeitsdienstführer bestimmte durch eine Geste, ob sie nach links oder rechts zu gehen hatten, was Gas oder Lager bedeutete. Wer bestimmte das? Der Arbeitsdienstführer. Der Arbeitsdienstführer, das war ein... Das war damals der Oberscharführer Emmerich, der Emmerich nicht mehr lebt. Ja. Der bestimmte das? Der bestimmte das. Mhm. Und kam es auch zu anderen Selektionen, bei denen der Arbeitsdienstführer nicht beteiligt war? Ich habe eine, wenn auch etwas dunkle Erinnerung an eine Selektion in der alten Wäscherei. Ja, und was wissen Sie davon? Einige Blockführer, wenn ich mich recht erinnere, war Karduk dabei. Ich kann es nicht mit aller Bestimmtheit behaupten, aber in meiner etwas dunklen Erinnerung war Karduk dabei. Das muss gewesen sein, das weiß ich nicht mehr genau, etwa in der Mitte meiner Zeit in Auschwitz. Mitte Ihrer Zeit? Da wurden mal Häftlinge in der alten Wäscherei zusammengetrieben und dort selektiert. Ja. Es aber Sie haben eine genaue Vorstellung nicht mehr davon. Uns käme es ja hauptsächlich auch darauf an zu wissen, ob Karduk da allein selektiert. Nein, er war nicht sicher. Oder nicht ob da ein anderer ihm vorgesetzt war und ob er die Entscheidung getroffen hat oder ein anderer die Entscheidung getroffen hat. Das ist ja für uns das Wesentlichste. Nach meiner Erinnerung waren einige SS-Leute dabei. Ich kann heute nicht mehr mit Bestimmtheit sagen, wer. Aber ja. Nun, Sie kannten aber Karduk, Sie haben seinen Namen eben genannt, und wodurch kannten Sie ihn? Ich habe Karduk beinahe täglich gesehen. Ja. Es gehörte zu meinen Obliegenheiten, früh beim Ausmarsch der Arbeitskommandos am Tor zu stehen und darüber zu wachen, dass alles in Ordnung vor sich ging. Ich war verantwortlich für den kompletten Ausmarsch der Arbeitskommandos. Ja.
Zusammen mit dem Lagerältesten, damals Ludwig Wörl, der schon als Zeuge vernommen worden ist, standen wir zwei dort am Tor. Sowohl früh beim Ausmarsch als auch abends beim Einmarsch. Das war üblich im Lager, dass der Lagerälteste und ich am Tor standen, um die Arbeitskommandos aus- und einmarschieren zu lassen. Karduk war fast täglich auch am Tor. Ich werde es nicht vergessen, dass er immer wild gestikulierend, meistens betrunken, am Tor stand und sehr angeberisch mit seiner Pistole herumfuchelte und auch in die Reihen, besonders abends beim Einmarsch der Arbeitskommandos, in die Reihen der Häftlinge hineinsprang, vereinzelt Häftlinge am Kragen oder am Hals fasste und sie filzte, wie der Lagerausdruck hieß. Sie kontrollierte, ob sie irgendetwas bei sich trugen, ob sie irgendetwas ins Lager hineingeschmuggelt hatten. Er ging nicht gerade sparsam mit Fußtritten und Fausthieben um. Ich habe zwar nicht erlebt, dass er jemanden erschossen hat oder ermordet hätte. Ich kenne ihn nur als einen brutalen, ekelhaften Angeber. Sagen Sie mal, hat Karduk bei dieser Gelegenheit auch Leute, die ihm zu schwach erschienen für die Arbeit, etwa ausgesondert? Bei der Gelegenheit meines Wissens nicht. Bei der Gelegenheit nicht. Bei einer anderen Gelegenheit? Nein, davon weiß ich nichts. Sie haben einmal bei Ihrer Vernehmung gesagt, und zwar vor dem Untersuchungsrichter, nein, vor dem Staatsanwalt Küchler, am 21.11.59, Vorhalt aus Platz 2822, haben Sie einmal gesagt, also dass er da sehr brutal gewesen sei, wie Sie uns das eben geschildert haben, und haben dann fortgefahren. Er hat darüber hinaus Häftlinge, die ihm nicht mehr arbeitsfähig erschienen, bei dieser Gelegenheit selektiert. Diese Häftlinge mussten sich am Tor aufstellen, wo sie listenmäßig erfasst wurden. Wie die Häftlinge dann fortgebracht wurden, weiß ich nicht mehr genau. Ich kann mich erinnern, dass solche Häftlinge oftmals die ganze Nacht hindurch stehen bleiben mussten. Ja. Das habe ich momentan nicht als Selektion, als Aktion, im Sinne einer Aktion aufgefasst. Ja. Dass er also in die Arbeitskommandos hineinsprang und einzelne Häftlinge herausholte, ja. Daran habe ich jetzt wieder eine Erinnerung. Ja. Aber nicht in Form einer Selektionsaktion, wie sie Nein. von Zeit zu Zeit Nein. vor sich gingen. Ja. Nein, ich meine, dass er einzelne eine Leute, einzelne, die ihm nicht mehr arbeitsfähig erschienen, da herausgeholt hat. Und was geschah dann mit diesen Leuten? Die standen am Tor, lange Zeit. Ja. Und dann? Und wer hat sie denn da bewacht? Das Tor war immer bewacht. Vor dem Tor war die Blockführerstube und in der Blockführerstube befanden sich ständig SS-Leute. Ja. Aber was dann mit den Leuten wurde, das wissen Sie nicht genau? Nein, das weiß ich nicht. Das weiß ich nur vom Hören sagen. Uns war klar, was mit den Leuten geschah. Ihnen war klar. Ja. Aber Sie haben aus eigener Wahrnehmung positive weiß ich das nicht. Anhaltspunkte nicht. Nein. Ja, Sie haben dann weiterhin gesagt, er sei ein sehr skrupelloser Mann gewesen und sei auch immer bereit gewesen, bei Hinrichtungen mitzuwirken. Stimmt das? Ja. Mhm. Ich habe eine solche Hinrichtung noch sehr gut in Erinnerung. Es wurden eines Tages während des Abendappells vor unseren Augen 12 Polen erhängt. Ja. Ja, und was hat er da für eine Rolle gespielt? Karduk war dabei bei den vielen SS-Leuten. Ja. Und damals hatten kriminelle Häftlinge die Aufgabe, bekamen den Befehl, den Schemel unter den Füßen der Erhängten wegzuziehen. Ja. Und Karduk war einer von den SS-Leuten, die dabei standen und den Häftlingen diese Befehle erteilten. Ja. Nun, etwas anderes noch. Sie kamen auch, sagten Sie, auf Block 10. Ja. Wieso kamen Sie auf Block 10?
Ich hatte im Block 10 eine Bekannte. Ach so. Und haben Sie von Block 10 auch in den Hof von Block 11 sehen können? Nein. Nein. Ich habe gehört, dass man vom Block 10 in den Block 11 schauen konnte. Ich selbst habe das nicht getan. Ja. Ich hatte es nicht nötig. Ich kannte den Block 11. Ja. Nun, wissen Sie oder haben Sie gehört, dass damals in diesem Hof Erschießungen stattfanden? Ja, selbstverständlich. Ja. Ich selbst war oft im Block 11. Ich war auch zum Schluss in Quarantäne im Block 11, in Entlassungsquarantäne. Hatte aber vorher schon Kontakt mit Jakob, mit dem Bunkergallfaktor. Ja. Und Jakob hat mir alles erzählt, was dort vor sich ging. Jakob hat mir sogar beschrieben und mir gezeigt, wo das Blut floss, wo die Leichen abgespritzt wurden, also abgeduscht wurden und wo sie an die Wand gestellt wurden. Alles das hat mir Jakob gezeigt. Mhm. Ich selbst habe eine Erschießung oder eine Abspritzung im Block 11 mit meinen eigenen Augen nicht gesehen. Nicht gesehen. Nun, haben Sie einmal gesehen, dass Karduk aus dem Block 11 herauskam? Nein, habe ich keine Erinnerung. Nein. Nein. Sie haben mal auf Platz 2824 gesagt, infolgedessen habe ich gar keinen Zweifel, dass auch Karduk beteiligt war. Meine Auffassung wird unterstützt durch die von mir gemachten Beobachtungen. Ja. Denn ich habe selbst gesehen, wie Karduk aus Block 11 herauskam, nachdem wir wussten, dass dort Erschießungen stattgefunden hatten. Ich möchte es umgekehrt sagen. Ich habe gesehen, dass Karduk und einige andere in den Block 11 hineingingen. Ja. Heraus eigentlich nicht, dass sie hineingingen in den Block. Ja. Und später hat man die Leichen eingesammelt. Aber das, haben Sie die Schüsse gehört? Oder nein, nie. Nicht. Nun, ich hätte da noch eine Frage, die hier am Rande eine Rolle spielt. Was ist Ihnen denn bekannt über die in dem Lager untergebrachten Ukrainer? Ja, ich hatte mit der Gruppe Bandera zu tun. Ja. Ich bekam eines Tages vom Arbeitsdienstführer den Befehl, die Bandera-Leute, die Ukrainer, einmal in einem Block unterzubringen, zusammen in einem Block unterzubringen. Ich weiß heute nicht mehr genau, in welchem Block. Sie befanden sich unten, links in einem Zimmer. Dort waren etwa, die Zahl weiß ich natürlich nicht mehr genau, vielleicht 50, es können 40 bis 60 gewesen sein, Ukrainer untergebracht, wurden dort untergebracht. Ja. Der Block, dieses Zimmer musste leer gemacht werden und die Bandera-Leute wurden dort untergebracht. Es ging bei diesen Bandera-Leuten ausgesprochen preußisch zu. Ja. Sie waren sehr zackig, wie man so sagt. Wenn ich das Zimmer betrat, stand der Führer der Bandera-Leute auf, schrie Achtung, selbst vor mir als Häftling, und alle standen stramm. Und eines Tages bekam ich vom Arbeitsdienstführer den Befehl, allen Bandera-Leuten ein gutes Arbeitskommando zu besorgen. Die mussten also in der SS-Küche, in der Schneiderei und in all diesen Kommandos untergebracht werden, wo ein Überleben beinahe garantiert war und wo sie sich besser kleiden, wärmer kleiden und wo sie sich einigermaßen satt essen konnten. Es gab solche Arbeitskommandos. Und diesen Befehl habe ich selbstverständlich, musste ich ja ausführen. Das ist meine Begegnung mit den Ukrainern, mit nun den Nun würde mich interessieren, wissen Sie etwas von dem Schicksal der beiden Brüder Bandera? Nein. Da wissen Sie da nichts weiß davon. Ich nichts. Gar nichts davon. Nein. Wir fragen das deshalb, weil hier einmal unklar geworden ist die Stellung eines gewissen Polen namens Kral oder Krall oder wie er sich nennt, der beschuldigt wird, diese Leute misshandelt zu haben. Das wissen Sie. Ich habe weder eine Erinnerung an Kral, noch weiß ich etwas von zwei bestimmten Bandera-Leuten.
Ich habe darüber nur jetzt in der letzten Zeit in der Zeitung gelesen. Das interessiert uns nicht. Nun, Sie haben dann selbst gekannt auch noch den Obersturmführer Franz Hoffmann? Ja, Hoffmann hat mir mal eine Ohrfeige versetzt, weil irgendetwas früh beim Ausmarsch nicht geklappt hat. Ja, das ist aber auch alles, was Sie von ihm wissen. Ja. Und den Namen Claire haben Sie gehört? Sie haben ihn auch gesehen? Es gab wohl kaum jemanden, der Claire nicht kannte im Lager. Ja. Es sei denn, er war schon halb in der Agonie. Man sah Claire oft nach hinten gehen in den Block 11. Ja. In den Block 11? In den Hof zwischen Block 10 und 11. Ja. Ja. Dann sagen Sie bitte noch mit diesen Prügelstrafen, die wurden anfänglich, wer durfte anfänglich Prügelstrafen verhängen, nach Ihrer Meinung? Anfänglich war es wohl so, dass die Prügelstrafe in Berlin beantragt werden musste. Ja. Nach meinem Wissen. Ja. Und das wurde dann auch anfänglich verlesen. Ja. Laut Befehl, Reichssicherheitshauptamt ja. oder so ähnlich, ja. bekommt der und der Häftling Nummer so und so 25 oder auch mehr Stockhiebe. Später hat man davon abgesehen und hat die Prügelstrafe ohne verlesen und ich möchte annehmen, auch ohne Antrag in Berlin von selbst verhängt. Mhm. Prügelstrafen gab es bei ganz geringfügigen Anlässen, bei ganz geringfügigen Vergehen gegen die Lagerordnung. Es hat ein Häftling eine Zigarettenkippe gefunden, hat sie geraucht, vielleicht während der Arbeitszeit. Oder er ist in irgendeiner Weise dem Blockführer oder Kommandoführer unangenehm aufgefallen. Dann wurde er schon gemeldet und die Prügelstrafe wurde abends vollzogen. Es hat Zeiten gegeben, in denen abends während des Appells mehrere Häftlinge geschlagen wurden. Ja. Ich frage Sie deshalb, weil Sie bei Ihrer Vernehmung gesagt haben, eine Zeit lang konnten die Rapportführer diese Strafen selbstständig verhängen. Das änderte sich eines Tages. Dann durften Prügelstrafen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Reichssicherheitshauptamts vollzogen werden. Meiner Erinnerung nach haben die Prügelstrafen aufgehört, nachdem Liebehenschen Lagerkommandant geworden war. Ja, das wäre also gerade umgekehrt. Ja, nein, das war schon so, wie ich es erzählt habe. Im Anfang wurden Prügelstrafen durchgeführt nach Genehmigung. Dann wurde diese Genehmigung aufgehoben. Und nein, doch, es muss umgekehrt gewesen sein. Jedenfalls war es so, zu Liebehenschels Zeiten wurde nicht mehr geprügelt. Die Verhältnisse im Lager besserten sich zusehends. Es gab keine Prügelstrafen mehr, kein SS-Mann durfte einen Häftling schlagen. Wir bekamen wärmere Sachen und so weiter. Die äußerlichen Verhältnisse im Lager besserten sich sehr spürbar, als Liebehenschel war. Das muss ich irgendwie verwechselt haben. Also ob vorher oder hinterher, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich meine, zunächst wäre die Prügelstrafe auf Antrag hin durchgeführt worden. Ja, ich glaube, dass Sie auch recht haben. Ja. So war es jedenfalls vorgeschrieben. Was tatsächlich dann getan wurde im Lager, das können wir ja nur mühsam feststellen. Denn die Erleichterungen, die nahmen ja zu, je mehr wir uns dem Kriegsende näherten. Ja, ich habe keine Fragen mehr an den Zeugen. Hat das Gericht noch Fragen? Nein, Herr Staatsanwalt, bitteschön. Herr Grumme, Sie erwähnten vorhin, dass der Angeklagte Kaduk beim Ein- und Ausmarsch der Arbeitskommando Häftlinge geschlagen und auch getreten habe. Können Sie das vielleicht noch etwas näher detaillieren? War es so, dass er mal einem Häftling einen Schlag mit der Hand oder mit der Faust oder einen Tritt gegeben hat? Oder war das etwas weitergehend? Diese Schläge waren mindestens so heftig, dass die Häftlinge fast jedes Mal dabei zusammenbrachen. Es war also, er hat sie zusammengeprügelt, nicht nur einmal geschlagen, sondern regelrecht zusammengeschlagen. Ja. Na, er hat vielleicht auch manchmal nur leicht geschlagen. Je nach Verfassung, er war mal mehr, mal weniger betrunken. Ja, aber getrunken hatte er meistens. Fast immer, ja. Ja.
dann in einem ganz anderen Zusammenhang eine Frage. Bei Ihrer späteren Vernehmung durch den Untersuchungsrichter hatten Sie einmal etwas erwähnt über den Besuch eines Herrn Eisle. Können Sie sich daran noch erinnern und können Sie dem Gericht schildern, was da vorgefallen ist? Oder ja, ich hatte eines Tages den Besuch eines Herrn Eisle. Augenblick bitte. Blatt 14.290 ist das. So, bitteschön. Ich hatte eines Tages, ich kann nicht mehr genau sagen, wann es war, vor etwa 3 Jahren, vielleicht ist es auch 4 Jahre her, hatte ich den Besuch eines Herrn Eisler aus Göppingen. Ein Mann mit erstaunlich guten Manieren. Sein Mercedes stand unten und er bemühte sich um ein Entlastungsmaterial für Dr. Capesius. Das sagte er. Er hätte Dr. Capesius von früher her gekannt, aus Rumänien. Die ganze Familie wäre ihm bekannt. Und er könnte sich nicht denken, dass Dr. Capesius an irgendwelchen Grausamkeiten, an irgendwelchen Tötungen und Selektionen im Lager beteiligt gewesen sein soll. Er würde das dem ganzen Charakter von Dr. Capesius nach für unmöglich halten. Und ich hätte doch eine Funktion im Lager gehabt und ich hätte einen guten Überblick gehabt und ich wüsste doch wahrscheinlich über Dr. Capesius einiges auszusagen. Er wäre dabei, Entlastungsmaterial für Dr. Capesius zu sammeln. Ich musste ihm sagen, dass ich wohl von der Person Dr. Capesius im Lager wusste, dass ich wusste, dass Dr. Capesius der Verwalter der SS-Apotheke war, dass ich aber persönlich mit ihm nie in Berührung gekommen bin. Herr Eisler erzählte eine etwas dunkle Geschichte. Ich kann keinesfalls behaupten, dass er bei mir einen Bestechungsversuch gemacht hätte. Aber er erzählte eine Geschichte, aus der hervorging, dass gewisse Gelder zur Verfügung stehen. Nannte er irgendeinen Betrag? Nein, er war außerordentlich geschickt in dieser Sache. So sehr geschickt, dass ich ihn darauf heute nicht festnageln könnte. Können Sie uns die Geschichte noch erzählen? Nein. Ich erinnere mich nur an eine dunkle Geschichte, die er erzählt hat, worin es eben hieß, dass er drückte sich ja auch nicht konkret aus. Das wollte er ja nicht. Das war ja nicht seine Absicht. Er blieb mit dieser ganzen Geschichte im Abstrakten und hat er mal durchblicken lassen, dass ein anderer oder dass für einen anderen der Beweis seiner Unschuld eine hohe Summe Geldes wert gewesen wäre? So. Nein, nicht so direkt. Er hat überhaupt nicht so direkt gesprochen. Ja. Nun, Herr Staatsanwalt, haben Sie weitere Fragen? Ja. Bei der Vernehmung durch den Untersuchungsrichter hatten Sie auch den Namen des Angeklagten Boger erwähnt. Können Sie heute noch irgendetwas schildern oder bekunden über die Tätigkeit von Boger in Auschwitz? Ich persönlich bin mit Boger nie zusammengekommen. Ich habe aber Boger öfter gesehen. Boger war allgemein bekannt, besonders unter den Funktionären. Wir sahen Boger oft durch das Tor ins Lager kommen und nach hinten, das heißt nach dem Block 11 gehen mit einem Gewehr. Das ist mit richtig. Einem Gewehr, mit ja. einem mit Gewehr. Einem Gewehr. Boger bestreitet das. Boger behauptet, er sei niemals mit einem Gewehr in Auschwitz des Lager gegangen oder hätte in Auschwitz überhaupt kein Gewehr getragen. Ich habe nicht nur Boger mit einem Gewehr gesehen, ich habe auch den damaligen Unterscharführer Lachmann, der meistens mit dem Fahrrad fuhr, mit einem Gewehr gesehen. Aber auch Boger. Aber auch Boger. Fuhr Boger auch mit einem Fahrrad? Daran habe ich keine Erinnerung, nein. Nur Lachmann bringe ich in Verbindung mit einem Fahrrad. Danke, ich habe sonst keine. Keine Fragen mehr, Herr Rechtsanwalt Ormond. Herr Zeuge, ist Ihnen bekannt geworden, ob dieser Herr Eisler auch andere Kameraden in München oder sonst wo besucht hat? Ja, er war in Dachau bei einem Herrn, ist mir der Name entfallen? Rosenblatt? Ja, bei einem Herrn Rosenblatt. Und der Herr Rosenblatt, so sagte der Herr Eisler, hätte ihm unsere Adressen gegeben. Das heißt, die Adresse der Frau Herrmann und die Adresse des Herrn Wörl.
auch bei diesen ehemaligen Auschwitz-Häftlingen ist er gewesen. Ich habe dann noch eine andere Frage. Ist Ihnen über das Schicksal des Bunker Jakob, Sie haben mal früher darüber erzählt, etwas bekannt geworden? Ja, ich habe den Bunker Jakob sehr gut gekannt und war durch den Bunker Jakob besonders über die Erschießungen und Abspritzungen sehr gut informiert. Ich habe ihn öfter besucht. Er hat mir auch mal selbst geholfen. Später habe ich gehört, dass er in Israel sein soll. Aber auch dieses Gerücht hat sich verflüchtet und dann hieß es wieder mal, er wäre in Südamerika. Kurz und gut, in unseren Kreisen weiß man nicht genau, ob er noch lebt. Es ist sehr bedauerlich, dass er nicht hier als Zeuge erscheinen kann. Dann eine andere Frage, Herr Zeuge. Sie haben vorhin von dieser Bandera-Gruppe erzählt. Standen Leute dieser Bandera-Gruppe bei Ihnen im Verdacht, dass sie Spitzeldienste für die SS leisteten? Das weiß ich nicht. Dann eine letzte Frage. Wie haben Sie vom Tod Ihrer Frau gehört und wie ist Ihnen das mitgeteilt worden? Etwa im März, es kann auch April gewesen sein, 1943, bekam ich früh beim Morgenappell einen Zettel in die Hand gedrückt, was bedeutete, dass ich nach dem Appell nicht zu arbeiten brauchte, dass ich mich am Tor aufstellen musste, um in die politische Abteilung geführt zu werden. So würde es normalerweise bedeuten. Ich konnte aber frei in die politische Abteilung gehen aufgrund meiner Binde, auf der es hieß Arbeitsdienst. Ich ging also in die politische Abteilung, musste mich dort, und zwar in der Baracke der politischen Abteilung war es, musste mich dort in dem Gang aufhalten und wartete, bis ich gerufen wurde. Nach einiger Zeit wurde ich gerufen und vor mir stand ein Untersturmführer der politischen Abteilung. Ich habe damals nicht gewusst, dass es sich um den Untersturmführer Grabner handeln würde, aber heute weiß ich, dass er es sein muss, denn 1943 war Grabner Leiter der politischen Abteilung. Untersturmführer Grabner teilte mir den Tod meiner jüdischen Frau mit den Worten mit: Seien Sie froh, dass Sie das Judenschwein los sind. Und fragte anschließend daran, was ich nun zu tun gedächte. Ich stand da und fand keine Antwort. Daraufhin legte er mir nahe, ein Gesuch an die Wehrmacht zu richten zur Entlassung. Das heißt, er legte es mir nicht nahe, das ist falsch ausgedrückt. Er befahl mir, ein Gesuch aufzusetzen zur Einbeziehung in die Wehrmacht. Ja, noch eine Frage. Dankeschön. Herr Dr. Kaul, die Verteidigung. Hör ich mal Jubel? Herr Zeuge. Diese Aussonderungen durch Kaduk am Tor, können Sie sagen, wie oft das war und wie viele Personen? Nein, ich kann nur sagen, einige Male und eine Anzahl von Häftlingen. Ich kann nur diese ungefähre Angabe darüber machen. Haben Sie bei diesen Gelegenheiten nicht die Namen der Häftlinge oder die Nummern der Häftlinge auf eine Liste schreiben müssen? Ich? Nein. Nein? Nein. Und dann, wenn Sie gestatten, muss ich Ihnen doch mal einen Vorhalt machen. Aus Ihrer Vernehmung vor dem Untersuchungsrichter am 7. Januar 1963, Blatt 14.291, da steht geschrieben, ich weiß das deshalb so genau, weil ich es öfter bei derartigen Selektionen auf Befehl des SS-Arbeitsdienstführers Emmerich die Nummern der selektierten Häftlinge auf eine Liste schreiben musste. Offiziell wurde gesagt, die Sortierten und Selektierten kämen zu einem leichten Arbeitskommando in die Weberei nach Birkenau.
uns Eingeweihten war aber bekannt, dass sich hinter dieser Bezeichnung der Gasttoten Birkenau verbarg. Das ist vollkommen richtig und zu dieser Aussage stehe ich auch heute noch. Es hat sich ja hier, nach was Sie dort vorgelesen haben, Herr Vorsitzender, um die Selektion gehandelt, die der Arbeitsdienstführer durchführte im Lager. So. Bei den Individualselektionen, die der Angeklagte Kaduk am Tor durchführte, wurden keine Nummern aufgeschrieben. Jedenfalls habe ich keine Nummern aufgeschrieben. Haben Sie dann genaue Hinweise über das Schicksal dieser Leute oder sind das nur Vermutungen? Das sagte er vorhin schon. Haben Sie Kontrollen, dass die Leute getötet wurden oder ist es? Nein, man hat mir keine Gelegenheit gegeben, den Leuten bis in die Gaskammer nachzugehen. Also Sie vermuten nur, dass die getötet wurden, weil es allgemein im Lager wohl so war? Weil das allgemein bekannt war und weil ich selbst mit meiner eigenen Nase den süßlichen Geruch verbrannter Menschenleiber gerochen habe, je nachdem, wie der Wind stand von Birkenau. Nein, Herr Zeuge, ich meine speziell diese Leute, von denen Sie sagten, dass sie Kaduk am Tor ausgesondert hätte. Nein. Der Zeuge hat das schon beantwortet, Herr Reichsanwalt. Dann habe ich eine andere Frage noch. Die Erschießungen in Block 11, die haben Sie selbst nicht gesehen? Nein. Und Sie sagen, Sie vermuten, dass Kaduk beteiligt war, weil Sie ihn hineingehen sahen. Ja. Sahen Sie ihn hineingehen mit einem Gewehr? So wie Sie es vorhin bei Boger geschildert haben? Habe ich bei Kaduk keine Erinnerung. Das kann sein, aber ich habe keine Erinnerung. Und vermuten Sie hier auch nur, dass Kaduk mitgeschossen hat oder wissen Sie da genaueres von anderen? Das vermute ich. Vielleicht wusste ich es vor 20 Jahren genau. Aber inzwischen ist mir das entfallen. Denn der Jakob hat mir damals sehr genau alles erzählt. Aber heute wissen Sie es nicht mehr? Nein. Dankeschön. Mal Schalock, ja. Hinsichtlich des Gewehrs eine Frage. Was war das für ein Gewehr, das Boger trug? War das der normale Karabiner 98K? Das war ein auffallend kurzes Gewehr. Auffallend kurzes Gewehr. Ich bin aber kein Techniker und kein Waffenkundiger. Ja, aber Sie waren Soldat. Also ja, ein auffallend kurzes Gewehr. Ja. Eine Maschinenpistole ähnlich? Ja. Na, danke. Herr Zeuge, Sie waren ungefähr ab wann beim Arbeitsdienst? Ich war fast genau seit Anfang März 1943 bis zu meiner Entlassung am 7. Juli 1944. Ist in der Zeit, in der Sie beim Arbeitsdienst waren, die Absonderung der Ukrainer erfolgt oder waren die schon abgesondert, wie sie hinkamen? Ich habe die Ukrainer, als ich hinkam, als ich diese Funktion übernahm, nicht beobachtet. Ich wusste nichts von Ukrainern. Ich wusste nur, dass zwischen den Polen einerseits und den Russen andererseits gegenüber den Ukrainern Spannungen bestanden. Ob die zu der Zeit, also im Anfang meiner Tätigkeit als Arbeitsdienst, sich schon im Lager befanden oder nicht, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich eines Tages den Auftrag hatte, die Ukrainer in einem Block zusammenzuziehen und einige Zeit darauf ihnen gute Arbeitskommandos zu besorgen. Sie haben also die Ukrainer zusammengezogen in einen Block? Ja. Mit veranlasst? Ja. Gut, danke schön. Eine weitere Frage. Haben Sie noch die Erinnerung an irgendwelche SS-Männer im Arbeitseinsatz? Ihre Vorgesetzten? Ich habe eine sehr, sehr gute Erinnerung an den SS-Oberscharführer Emmerich, der aber nicht mehr lebt. Und habe eine schwächere Erinnerung an den Arbeitsdienstführer Fries. War vielleicht auch noch ein Unterführer da, der Stiebitz hieß? Und Stiebitz. Fries und Stiebitz waren Freunde, waren meistens zusammen. Über beide habe ich vor vielen Jahren, es kann 10, 12 Jahre her sein, Aussagen gemacht. Wann glauben Sie, sich erinnern zu können, oder wie erinnern Sie sich ungefähr, dass Stiebitz zum Arbeitsdienst kam? War der schon da, wie Sie hinkamen? Nein. Der war noch nicht dort, wie Sie hinkamen? Ich bitte, das festzuhalten, weil das im Gegensatz steht zur Aussage Kral. Der behauptet im Jahre 1941 bereits Stiebitz als Arbeitsdienstführer gesehen zu haben in der Kiesgrube. Deswegen habe ich ihn nachgefragt. Ich darf dazu vielleicht noch eins sagen. Der Arbeitsdienstführer Emmerich tat Dienst in der Baracke des Arbeitseinsatzes.
Der Arbeitseinsatz selbst unterstand dem Unterscharführer, dem Untersturmführer Sell, der nicht mehr lebt. Es hat außerdem Arbeitsdienstführer Oberscharführer Emmerich schon noch sogenannte Arbeitsdienstführer gegeben, die nicht, die Exekutive darstellten, die also draußen bei den Arbeitskommandos tätig waren, nicht in der Baracke, nicht im Büro des Arbeitsdienstführers. Und da kann es sich um die beiden handeln. Könnte es sich handeln? Nein, ich habe jetzt ja nur nach Stiebitz gefragt. Ich bitte um Entschuldigung. Ich werde nicht, nicht nach Emmerich und nicht nach dem anderen Herrn. Das wollte er ja doch sagen. Das wollte ich ja sagen. Möglicherweise sei er als so im Außendienst als Arbeitsdienstführer tätig gewesen, wenn ich Sie recht verstanden habe. Ja, als Kontrolleur der Arbeitskommandos. Aber noch nicht in der Baracke unmittelbar. Er ist jedenfalls nach seinem Wissen erst zum Arbeitsdienst gekommen, während er bereits dort war. In die Baracke erst. Er sagt ja, das gab auch noch im Außendienst, so quasi im Außendienst. Da gab es aber keine Arbeitsdienstführer. Was denn? Also wollen wir ins Protokoll Folgendes aufnehmen und der Herr Zeuge mag uns nachher sagen, ob das seiner Aussage entspricht. Was war der Stiebitz? Was hat er für einen Rang gehabt? Wissen Sie es noch? Also mindestens Unterscharführer. Ja. Oberscharführer war er, glaube ich, nicht. Ja, der Unterscharführer. Der SS-Unterführer Stiebitz. Unterscharführer. Unterführer, das gehört dazu. Scharführer, das sind alles. War, als ich, wann sind Sie hingekommen? Im März, nicht? Im März 1943 zum Arbeitsdienst kommandiert wurde, noch nicht auf dem Büro des Arbeitsdienstes tätig. Er ist vielmehr erst nach mir dorthin gekommen. Das weiß ich auch nicht. Nein? Nein. In der ganzen Zeit von März 1943 bis zum 7. Juli 1944 hatte ich es nur mit dem Arbeitsdienstführer Emmerich zu tun. Ja, das war mein Sie, unmittelbarer Vorgesetzter. Sie kannten aber doch Stiebitz? Ja, die habe ich gekannt. Die waren ja nicht in der Baracke tätig, ich habe das vorhin schon gesagt, sondern die waren draußen im Außendienst. Ach, damals waren sie auch so. Ich weiß aber nicht, wie lange und zu welcher Zeit. Also, bei meiner Kommandierung, ja, als ich kommandiert wurde, noch nicht in dem Büro des Arbeitsdienstes tätig. Punkt. Auch später ist er dort nicht tätig geworden. Wohl aber weiß ich, dass Stiebitz in dem sogenannten Außenkommando für den Arbeitsdienst eingesetzt war. Ob er schon vor meiner Kommandierung zum Arbeitsdienst, das heißt vor März 1943, diese Aufgabe hatte, weiß ich nicht. Stimmt das so? Ja. Herr Direktor, ich habe den Zeugen aber konkret gefragt, ja, wann der Herr Stiebitz zum Arbeitsdienst gekommen wäre, nicht ins Büro. Ja. Und darauf hat der Zeuge ganz unzweifelhaft und klar gesagt, nachdem ich schon da war. Ja, stimmt das, dass er erst hingekommen ist, nachdem Sie schon da waren? Ja, nachdem ich schon da war, habe ich ihn kennengelernt. Vorher konnte ich ihn nicht kennengelernt haben. Ja. Nur so war das gemeint. Ja, so war es gemeint. Na ja, gut. Lesen Sie bitte noch mal vor, was ich diktiert habe. Der SS-Unterführer Stiebitz war, als ich im März 1943 vom Arbeitsdienst kommandiert wurde, noch nicht auf dem Büro des Arbeitsdienstes tätig. Auch später ist er dort nicht tätig geworden. Obwohl weiß ich, dass Stiebitz in dem sogenannten Außenkommando für den Arbeitsdienst eingesetzt war. Ob er schon vor meiner Kommandierung im Arbeitsdienst, das heißt vor März 1943, diese Aufgabe hatte, weiß ich nicht. Ist das so richtig gewesen? Ja, Stiebitz und Fries waren miteinander befreundet und ich habe eine Erinnerung, die kommt mir jetzt, wonach entweder beide oder einer von beiden mal, nachdem sie bereits an die Front versetzt worden waren, auf Urlaub, in ihrem Urlaub, Auschwitz besuchten und den Oberscharführer Emmerich, den Arbeitsdienstführer Emmerich begrüßt haben. Da habe ich eine Erinnerung. Sie haben sich von der Front erzählt und da habe ich eine Erinnerung, die mir jetzt kommt. Und wann war das ungefähr? Das muss etwa Mitte 1944 gewesen sein. Ich möchte mich nicht darauf festlegen, aber es war jedenfalls
Wollen Sie das auch aufgenommen haben? Nein, es ist nicht. In späteren Zeiten meiner Anwesenheit. Noch eine Frage? Nein. Herr Rechtsanwalt Dr. Aschenauer. Herr Rechtsanwalt Gerhard. Ich. Herr Zeuge, Sie sagten, dass Sie beim Arbeitsdienst tätig waren und haben dann speziell Ihren Aufgabenkreis dahingehend spezifiziert, dass Sie sagten, meine Aufgabe war es, die im HKB Entlassenen wieder in den Arbeitsprozess einzuordnen. Auch, ja. Ja, ich wollte jetzt nur fragen, ergänzend, hatten Sie noch andere Aufgabengebiete? Ja, nur selbstverständlich, die habe ich ja vorhin schon umrissen. Ja. Meine Aufgabe bestand darin, Arbeitskommandos zusammenzustellen. Gut, danke. Und Arbeitskommandos aufzufüllen. Und dafür zu sorgen, dass sie rechtzeitig ein- und ausrückten und ordnungsgemäß. Sehr richtig, ja. Noch eine Frage. Herr Rechtsanwalt Jogel. Nur an den angeklagten Kartuk. Bitte schön. Herr Kartuk, Sie hören durch den Zeugen, Sie hätten am Tor Häftlinge ausgesondert und es besteht die Vermutung, dass diese Leute umgebracht wurden. Das ist bis jetzt noch nicht zur Sprache gekommen, wenn Sie sich dazu erklären. Jawohl. Das waren keine Häftlinge, die zur Direktion ausgesondert worden sind. Die Häftlinge sind wie ungefähr sind einmarschiert, früh oder am Abend sind sie mehr einmarschiert, ungefähr 11.000 Häftlinge. Wir haben den Befehl gehabt, die Häftlinge zu filzen. Wenn einer was gehabt hat, da habe ich ihn rausgeschickt auf rechts. Auf die rechte Seite habe ich ihn rausgeschickt, weil es Wanner gewesen war. Laufend haben wir ja gefilzt. Und die wurden dann später aufgeschrieben und dann haben wir eine Meldung geschrieben. Die Häftlinge wurden nicht zur Selektion, nicht vergast und anschließend standen sie nicht die ganze Nacht. Anschließend war der Appell gewesen und das stimmt nicht. So war es gewesen. Und Selektion, der Arbeitsdienst Selektion, dann war es meistens gewesen nach dem Appell. Ja. Dann kam der Befehl vom Schutzauflageführer oder war damals der Hauptsturmführer Schwarz, zuletzt war der Obersturmführer Sell und sagte, ich weiß es nicht, hat mit dem nichts zu tun gehabt, wir brauchen nach Golleschau 200, wir brauchen nach Eintracht City 150 Häftlinge und da hieß es nach dem Appell, Blocksperre. Und dann hat man die Blockweise, hat man, ich nehme nur an, ein Block 5 oder Block 6, hat man gesagt, der ganze Block nach der Küche. Oder kam es auf einen Befehl auf die Birkenallee. Und da hat der Arbeitsdienst, mit dem Arbeitsdienst hier, die haben die Häftlinge listenmäßig erfasst. Und 14 Tage später oder 3 Wochen wurden die Häftlinge verlegt, aber nicht vergast. Herr Vorsitzender, das möchte ich richtigstellen. Hier werden zwei Begriffe miteinander verwechselt. Bei den Selektionen, wie ich sie geschildert habe, wurden die Häftlinge selektiert nach ihrer körperlichen Verfassung. Das heißt, die ausgesprochenen Muselmänner wurden ausgesondert. Und die hat man ganz gewiss nicht nach Golleschau geschickt. Solche Aufrufe, Blocksperre, Juden heraus. Und dann kam es zur Zusammenstellung neuer Arbeitskommandos. Hat es auch gegeben. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ja. Ja, Herr Vorsitzender, man hat ja keine Muselmänner rausgenommen. Man hat ja nur die Arbeitskräfte rausgesucht, die nach dem Außenkommando gekommen sind. Ist mir ja klar, dass sie keine Muselmänner nach Jawischowitz geschickt haben. Bei den Selektionen, der Arbeitsdienstführer Emmerich durchgeführt hat, wurden Muselmänner ausgesondert. Das weiß ich ganz genau. Das ist nicht wahr. Nur Arbeitskräfte, die verlegt worden sind nach den Außenkommandos. Die wurden listenmäßig erfasst und nach 14 Tagen oder 3 Wochen wurden die verlegt auf die Außenkommandos. Ich überlasse es dem Gericht, wem mehr Glauben zu schenken ist, dem Angeklagten Kaduk oder mir. Ja, ich bin glaubwürdig, ich bin der Angeklagte. Haben Sie sonst noch eine Frage? Oder nur? Nee, Herr Vorsitzender, ich habe keine Frage. Keine Frage mehr, dann nehmen Sie. Ich gesagt habe, das ist richtig. Bitte Platz nehmen. Ich habe eine Frage vergessen, würden Sie mir sagen? Ja, bitte schön. Herr Zeuge, hatten Sie in Ihrer Eigenschaft als Arbeitsdienst mit dem Adjutanten etwas zu tun, der ja stellvertretender Betriebsdirektor war? Nein. Dankeschön. Wenn keine Fragen mehr sind und keine Erklärungen mehr gewünscht werden von Seiten der Angeklagten, ist der Zeuge zu beeidigen. Herr Zeuge, können Sie das, was Sie uns gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören? Ja. Wollen Sie den Eid in religiöser Form oder in bürgerlicher Form leisten? In bürgerlicher Form. Bürgerlicher Form. Ich spreche Ihnen den Eid zunächst vor.
Sie schwören, dass Sie nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben. Heben Sie bitte die rechte Hand und sprechen Sie mir nach. Ich schwöre es. Ich schwöre es. Dankeschön. Wenn gegen die Entlassung des Zeugnisses eingewandt wird, dann wird der Zeuge im allseitigen Einverständnis sämtlicher Prozessbeteiligten entlassen. Sie können wieder gegen Stand stehen. Die Frau Herrmann.